Herzlich willkommen zu unserem Kurs Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten in den letzten Folgen zwei Klassen definiert und diesmal möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, wie man in der Klasse Taste, die ja einen String mit ausgibt, wie man dort die Farbe verändern kann. Das dürfte eigentlich auch kein Problem sein. Und wir gehen gleich mal in die Klasse Taste hinein und schreiben dort, verändern unsere Variable Farbe in Anfarbe und tippen eine zweite Farbe dazu, nämlich Ausfarbe. Und die setzen wir mal auf ein knalliges Rot. So, das ist so das Erste, was wir machen. Jetzt müssen wir Setter und Getter definieren. Und zwar einmal def set string an Farbe. Und da übergeben wir einfach eine Farbwert. Und das ist keine große Sache. Punkt self Punkt String an Farbe ist gleich Farbe. Return, was man hier nicht bräuchte, aber es macht das Ganze übersichtlich. String aus Farbe. Und das ist genau dasselbe. Das könnte ich jetzt eigentlich kopieren, aber tipp das jetzt mal ein, self.string unterstrich aus Farbe ist gleich Farbe und return. So, das ist das Erste, was ich zu machen habe, dass ich also mir diese Setter definiere. Die Getter lasse ich jetzt mal weg. Und falls wir die bräuchten, dann kann man die ja auch direkt abfragen, die Farben. So in Java wäre das nicht möglich. So, jetzt habe ich hier self, string und Farbe. Jetzt möchte ich keine zwei unterschiedlichen Zeichenbefehle für den String haben, sondern ich möchte das gleich innen drin mit verarbeitet haben. Das heißt, ich mache mir jetzt hier eine Abfrage, ist die Taste gedrückt? Und dazu frage ich einfach nur ab, ob Hold auf 1 oder auf 0 sitzt. Denkt bitte daran, 1, 0 heißt hier True und False. Und dann muss ich keinen Vergleich machen. So, jetzt rücke ich das Ganze ein und mache self-out-string und verändere hier hinten das nur in Anfarbe, denn wenn Hold 1 ist oder True ist, dann ist die Taste gedrückt. Und dann mache ich ein else. Ich könnte auch ein elif machen, aber ich muss es ja nicht nochmal abfragen. So ist ja nur eine. Gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Und wenn die eine Möglichkeit nicht gilt, dann muss ja die andere Möglichkeit gelten. Jetzt kopiere ich mir diesen ganzen Text hier nochmal. Und hier hinten verändere ich das Ganze auf Ausfarbe. Und damit habe ich im Prinzip schon alles gemacht, was ich zu tun habe. So, jetzt speichere ich das Ganze ab. Jetzt muss ich allerdings auch noch in unserem Hauptprogramm ein bisschen etwas umändern. Moment. Hier. Denn wenn ich das jetzt mache, ich zeige es euch. So, und jetzt seht ihr, als jetzt zwar zuerst ist das A rot erschienen, aber wenn ich jetzt auf die Taste drücke, dann wird es tatsächlich, verschwindet es. Und wenn ich hier loslasse, erscheint es auch nicht. Das liegt nun daran, dass sich das Zeichen genau parallel zu dem Knopf die Farbe ändert. Und wenn es aus ist, dann
ist das Zeichen schwarz und dann auf schwarzem Grund. Und wenn es an ist, dann ist das Zeichen rot auf rotem Grund. Was ihr gesehen habt, ist hier oben, dass die Raute hat sich verändert. So. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel, seht ihr, die Raute wird rot. Auch da war zuerst noch dieser Fehler drin. Da müssten wir jetzt nochmal schauen, warum das so ist. So, aber als allererstes verändern wir hier mal unser Zeichen. Ich schließe das mal wieder und öffne hier erstmal unser Hauptprogramm und dort verändere ich jetzt noch ein paar Attribute, nämlich einmal Set String aus Farbe und da möchte ich jetzt, na sagen wir mal, ein Grün haben. Und die Anfarbe verändere ich jetzt auch noch. Und da möchte ich jetzt ein Gelb haben. Ist das gelb? Na, wir werden es gleich sehen. So, ich speichere das Ganze ab und lasse es laufen. Und siehe da, wir haben ein grünes Zeichen. Die Raute hier übrigens ist rot, weil bei der Initialisierung von Taste die Raute auf rot gesetzt wird. Und das können wir gleich auch noch mal ändern. Wir schauen uns jetzt erstmal hier unsere neue Taste an, also grün auf schwarzem Grund. Ich klicke drauf und Und ihr seht, hier habe ich tatsächlich noch mal eine Veränderung. Und eigentlich ist es gelb auf schwarzem Grund und wenn ich draufklicke, ist es grün auf rotem Grund. Na, das beißt sich aber auch schön. Das ist grün auf rotem Grund. Jetzt müssen wir uns überlegen, warum ist das so? Als allererstes gehe ich nochmal in meine Shell hinein, ins Hauptprogramm. So. Set out String mache ich und ich setze bei dem Knopf 4, also bei unserer Raute, setze ich unsere String an Farbe, setze ich auch mal auf 0,0,0. So, das ist das Erste, was ich mache. Jetzt muss ich noch mal schauen, warum der mir nicht von Anfang an meine Farbe ausgibt. Gucken wir mal. Also hier müsste alles richtig sein. Schreibt auch den Knopf aus. Gut. So. Erste Sache. Jetzt müsste hier hinten vielleicht noch irgendetwas nicht richtig sein. Also hold wird als false definiert. Das ist immer ganz wichtig. Manchmal vergisst man eine Variable zu definieren und dann gibt er nicht immer eine Fehlermeldung heraus, meistens schon, aber nicht immer. Und dann geschehen irgendwelche komischen Sachen. Also deshalb ist es immer ganz gut, die Variablen zu instantialisieren, wie man das halt nennt, also einen Erstwert zu geben, mit dem man dann auch sicher rechnen kann. So. Das sieht aber alles sehr gut aus. Die Farbe wird instantialisiert auf Schwarz und Rot. Aber er hat mir ja gleich grün angezeigt, also müsste das alles ja auch funktionieren. Mal sehen, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Das habe ich aber auch nicht. Also Anfarbe
überweist an String-Anfarbe, Ausfarbe überweist an String-Ausgabe. Und hier hat er auch die richtigen Sachen. Also wenn es angestellt wird, ja, zeichne String, aber das habe ich auch aufgerufen. Und zwar bei Knopf aus, und den habe ich ja auch aufgerufen einmal. Ah, so, und hier seht ihr, wo der Fehler liegt. Es ist nämlich doch nicht ganz so. Ich muss hier einmal, nee, da, das ist richtig. Die String-Ausfarbe müsste auch richtig sein. Und das wäre ja nur hier wichtig, dass das vorne sitzt, wenn ich sowieso, obwohl das ist jetzt eigentlich ziemlich egal. Ich probiere mal aus, was passiert, wenn ich das nach vorne setze. Obwohl. Ja, obwohl das müsste es auch eigentlich sein, ne? Weil also der fragt jetzt ab, ist der String aus? Und genau das müsste es auch machen. So. Ist die Taste aus? Und hier setzen wir die Taste auf False und dann wird das nachgezeichnet. Aber beim ersten Mal müsste es tatsächlich nicht anders aussehen. So, ich speichere das Ganze mal ab. Wir probieren das aus. So, wir haben grün auf schwarzem Grund. Jetzt haben wir gelb auf rotem Grund. Grün auf schwarzem Grund, gelb auf rotem Grund. So, okay. Ja, und jetzt habe ich einen Denkfehler gemacht. Also er zeichnet es mir, er hat mir die Farbe zuerst richtig gezeichnet. Und dann, weil ich eben hier hinten, weil ich hier hinten in Zeichnestring das self.hold abfrage, aber noch in der alten Position, also wenn die Taste gedrückt ist oder wenn der Zustand gedrückt ist, dann frage ich schon ab, ist denn die Taste losgelassen worden? Und das frage ich ab mit Hilfe von der Variable self.hold. Die sitzt aber noch auf true meistens. Und deshalb zeichnet der mir genau die andere Farbe. Also eben bei, wenn die Taste losgelassen wird, zeichnet er mir die, hat er mir die Anfarbe gezeichnet. Und indem ich jetzt das self.hold nach oben gesetzt habe, zeichnet er mir jetzt immer die richtige Farbe. Und ihr merkt, manchmal ist es tatsächlich gar nicht die Programmzeile, die falsch ist, die ist richtig geschrieben, aber sie sitzt an der falschen Stelle. So. Und hier muss ich eben tatsächlich schon vorher das Hold auf False setzen, also auf Losgelassen, damit dann das Zeichnestring genau darauf zurückgreifen kann. So. Und jetzt habe ich dann auch noch gleich den nächsten Denkfehler gemacht, und zwar, als ich hier unsere Raute auf schwarz gesetzt habe, dann muss ich gar nicht die Anfarbe auf schwarz setzen, sondern ich muss die Ausfarbe auf schwarz setzen, weil die Anfarbe ist ja schon auf schwarz gesetzt. So. Und jetzt lassen wir das Ganze nochmal laufen. So. Als allererstes sehen wir, die Raute ist schön schwarz. Ich drücke drauf und sie ist immer noch schwarz. Der wechselt jetzt natürlich die Farbe eigentlich intern. Also er geht in einen anderen Programmteil. Aber da die Farbe bei An und Aus für die Raute schwarz ist, sieht man das nicht. Das war ja auch erwünscht von uns. Und hier habe ich jetzt tatsächlich ganz regelmäßig meinen Wechsel zwischen Rot-Gelb und zwischen Schwarz-Grün. Das dürft ihr jetzt bitte nicht politisch hören. Da müsste es wahrscheinlich andersrum laufen. Gelb auf schwarzem Grund und Grün auf rotem Grund. Aber das war jetzt reiner Zufall, also keine tiefere Bedeutung. So, alles andere funktioniert ganz normal. Und wenn wir jetzt sagen, okay, das gefällt mir hier gar nicht, dass ich hier so eine tote Taste habe, dann müssen wir die Zeichenfunktion von der
von der Definitionsfunktion trennen. Das haben wir hier gemacht in dieser Schleife, definiere die einzelnen Elemente. Und da habe ich hier hinten sozusagen als letzten Punkt, habe ich zeichne die Taste. Und das Ganze müssten wir jetzt nehmen. Am besten machen wir das jetzt auch einfach mal. Wir müssen das jetzt nehmen und müssen uns das hier einmal kopieren. Und zwar ganz hier hinten hin. Und jetzt können wir das Ganze rausnehmen, weil das haben wir ja schon. Und sagen nur noch Knopf I ist gleich Knopf aus. So, wenn wir jetzt das hier, das können wir rausnehmen. Das können wir rausnehmen, weil das wird gleich sowieso gezeichnet. Und hier können wir das auch löschen. So, das heißt, hier in der Schleife wird gar nichts gezeichnet. Hier hinten wird nichts definiert, aber es wird sozusagen jetzt die ganze Tastatur oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, wird im Endzustand ausgegeben. Und zwar direkt bevor dann mit Pygame Display Flip der Bildschirm zum ersten Mal mit den ganzen Elementen, die wir definiert haben, ausgegeben wird. So. Ich speichere das Ganze ab. Ich schaue mir das Ganze an. So. Und jetzt seht ihr, hier ist keine Taste mehr drin. Das heißt, das wird nicht mehr gezeichnet. Dafür habe ich hier unten die Taste. So. Und natürlich könnt ihr die jetzt beliebig verteilen. Der nächste Schritt würde jetzt sein, die Tasten beweglich zu machen. Dann hätten wir nämlich tatsächlich so kleine bewegliche Spielelemente, die wir dann auch vielleicht anklicken können. Das will ich aber erstmal nicht machen, sondern als nächstes bringen wir jetzt Bilder auf die Tasten, beziehungsweise lassen die Tasten gleich weg und setzen einfach Bilder hinein. Und danach kommt dann die Bewegung dazu. Das aber im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr seid wieder ein bisschen weitergekommen in eurem Denken, wie man programmieren kann. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und ich würde mich freuen, wenn ihr mir jetzt noch einen Daumen hoch gebt. Bis zum nächsten Mal.